Ich kenne eine Frau, die finde ich ganz schön heiß, denn diese Frau ist anders als die meisten. Sie hat einen, ich möchte sagen, fabelhaften Reigen an sehr vorteilhaften Eigenschaften. Und was mich am meisten an ihr fasziniert, sie ist einfach unkompliziert. Sie weiß genau, was sie will, und sie weiß, was sie braucht. Und das Tollste ist, sie sagt es auch, sie kennt die deutsche Sprache. Da musste ich erst mal stutzen, nicht nur vom Hören sagen, nein, sie kann sie auch benutzen. Alles, was sie sagt, ist wunderbar klar. Wenn sie zum Beispiel ja sagt, meint sie ja. Und sagt sie nein, meint sie nein. Ach, könnten doch nur alle Frauen so sein wie sie, die sich so versiert artikuliert. Sie ist einfach unkompliziert. Und wenn ich mal anderer Ansicht bin, zickt sie nicht rum, sondern nimmt es hin, respektiert meine Meinung und lässt sie mir, genauso wie ich ihre Meinung respektiere, statt mir zu attestieren, ich hätte ein Problem. Und das ist extrem angenehm. Sie fordert auch nicht, dass ich mich ändern soll, sondern ist total liebe und verständnisvoll. Sie ist generell sehr positiv eingestellt und absolut im Einklang mit sich und der Welt, da sie ganz bei sich ist und sich spürt. Drum ist sie auch so unkompliziert, weswegen sich auch bestimmte Dialoge zwischen uns nicht ereignen. Zum Beispiel der folgende. Sag mal, ist irgendwas? Nee. Ach komm, ich merk doch, dass da irgendwas ist. Nee, da ist aber nichts. Stört es dich vielleicht, dass ich mich heute mit meinen Freunden treffen möchte? Nö, stört mich nicht. Und du bist dir wirklich ganz sicher, dass dich das nicht stört? Ja, triff dich mit deinen Freunden. Okay. Dann gehe ich jetzt los. Bis nachher. Wenn du dich jetzt mit deinen Freunden triffst, dann ist es aus zwischen uns. Was? Aber du hast auch gerade gesagt, dass es okay ist, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann müsstest du doch spüren, wenn ich das, was ich sage, gar nicht so meine. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Und kompliziert. Aber nein, ich kann mich, das weiß ich sehr zu schätzen, ganz grandios mit dir auseinandersetzen. Unsere Gespräche sind total intensiv. Und wenn wir uns mal streiten, dann konstruktiv. Ich liebe es, wie sie mit mir kommuniziert, so aufrichtig und achtsam und reflektiert. Ich bin von ihr überaus inspiriert. Ah, eine Frau wie sie ist mir noch nie passiert. Sie ist so herrlich unkompliziert. Sie ist so herrlich unkompliziert. Dankeschön.